Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, ein Moin, wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich ist das nur ein Ich gehe in die Luft Video oder vielmehr ein Vergleichsvideo. Vielleicht ist es ja in anderen Bundesländern ganz anders als in meinem. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es zumindest nicht. Ich meine, es gibt viele Sachen, die man nicht verstehen muss und so auch nicht sollte. Aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, nee, und sich da offiziell zu beschweren, denke ich, macht auch keinen Sinn, weil die dort sitzen, in den meisten Fällen halt eben auch keine Ahnung haben von dem, was die da tun sollten. Naja, ist ja auch egal. Zumindest gibt es ja schon eine ganze Weile den Personalausweis, den man auch online benutzen kann, sofern man ein entsprechendes Lesegerät hat oder halt eben ein Handy, das diese Auslesefunktionen unterstützt, wie ich das habe zum Beispiel. Ich habe mir also in geraumer Zeit, vielmehr vor geraumer Zeit, einen neuen Wagen zugelegt. Den muss man ja bekanntlich auch zulassen. Nun war das in meiner Vergangenheit immer so, man hat sich das Auto gekauft, man ist entweder mit den vorhandenen Nummernschildern oder halt eben mit den Papieren, die man brauchte, in die Zulassungsstelle hingegangen, meistens morgens, hat sich dort eine Marke entsprechend gezogen und saß da ungefähr, je nachdem, wo man denn gerade war. Bei mir war es in der Regel so ungefähr 30, 45 Minuten, bis man dann dran kam. Und dann hat man den ganzen Käse da hingelegt und hat seine Plakette bekommen und ist so freudig wieder rausmarschiert. 2023, excuse me, ist das wohl scheinbar irgendwie ein bisschen anders. Hier bei uns, das ist ein kleines Dörfli, möchte ich sagen, also kein Vergleich zu einer Großstadt wie zum Beispiel Frankfurt, München, Berlin, Hamburg etc. Also es wohnen nicht so viele Leute hier. Und ich dachte ja, du rufst halt mal bei der Kfz-Zulassung an und fragst mal, wann du vorbeikommen kannst, ob das jetzt immer noch so geht. Weil kann ja sein, dass sie nur noch mit ihren Masken da irgendwas haben, wollte ich mich erstmal erkundigen, aber nee. Man bräuchte aber einen Termin, zumindest zum Anmelden. Auto abmelden geht auch so. Ja, Termin. Ja, wann denn? Ja, am 8.3., 3.8. Ja, aber das Auto muss ja, kann ich ja nicht fahren, wenn nicht angemeldet ist. Und wie macht man, wie soll man das machen? Ja, tut mir leid, früher geht das nicht. Hab gedacht, gut, scheiß die Wand an, muss halt noch ein bisschen warten. Dann habe ich gedacht, nimmst du den Termin erstmal wahr. Und dann, durch ein bisschen hin und her googeln, ist mir dann aufgefallen, hey, gibt es da nicht irgendwie so Online-Funktion? Haben die nicht damals mal den Personalausweis so gemacht, dass man den online nutzen kann für irgendwelche Sachen, die halt so ämtermäßig was zu tun haben? Also ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, hey, es gibt tatsächlich dieses iKFZ, nennt sich das. Zumindest in der Region hier. Es kann natürlich sein, dass das bei euch ein bisschen anders heißt, ich weiß es nicht. Dort kann man bisher anmelden, ummelden, Änderungen vornehmen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich mir denke, ja, das ist ja eigentlich fast alles das, was man sowieso in der Zulassungsstelle macht, weil was will man da sonst? Naja, ich mich da also angemeldet. Vielmehr musste ich erstmal nochmal im Bürgerbüro anrufen, um zu fragen, wo ich denn auf diese Seite komme, weil das nämlich nicht mal eben so offiziell irgendwo so schön in groß steht. Entschuldigung. Wie ich mir das vorgestellt hätte, meinetwegen ist man auf der Zulassungsseite der Stadt und da kann man ja sich Informationen holen, was man für Unterlagen braucht und bla 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 und Gesetzestexte und schalala. Warum steht denn da nicht ein Link so oben auf der Hauptseite gleich? Sie möchten Ihr Auto online anmelden, bitte klicken Sie hier. So, da wäre schon mal sehr viel geholfen, weil dann müsste man dann nirgendwo anrufen und fragen, wie man da hinkommt, weil man kommt dahin, aber halt sehr kompliziert. Zumindest bin ich denn dort. Dann musste ich mich verifizieren mit meinem Ausweis. Naja, versucht am Handy ranzuhalten. Nee, das geht tatsächlich, hatte ich gedacht. Geile Scheiße. Bitte geben Sie Ihren PIN ein. Ja, und damit fing das dann auch alles an. Mit dem Passierschein. Ich erstmal geguckt, wo kriegt man denn jetzt den PIN her? Ja, der PIN hat, den haben sie sich selber gegeben, als sie ihren Ausweis abgeholt haben. Das ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, 6, 7 Jahre her oder so. Den weiß ich natürlich heute nicht mehr, weil bis dato gab es auch noch nicht wirklich irgendwelche Optionen, wo ich ihn hätte nutzen müssen, so in dieser Art. Also, naja, zumindest konnte man dann über diese App, die man
benutzt, beantragen, dass man einen Zurücksetzungspin zugeschickt bekommt. Also damit man halt seine PIN wieder eingeben kann, damit man den halt auch überhaupt online nutzen kann. Soweit, so gut. Weiter stand dort, dass es bis zu 7 Tage dauern kann, bis dieses Schreiben per ID-Verfahren zu Hause ankommt. In anderen Worten ist das eigentlich nur, du musst zur Post rennen, weil in der Regel ist man arbeiten, wenn der Postbote vor der Tür steht und klingelt und versucht, das Ding zuzustellen. Naja, zumindest sind mittlerweile 10 Tage um und da der stand bis zu 7 Tagen, habe ich gedacht, weil man das immer so wörtlich nimmt und Beamte und Ämter sind ja immer so wortgenau, sollte es maximal 7 Tage dauern. Ich also mal beim Bürgerbüro angerufen und gefragt, ob er mir erklärt, was gewesen ist, was ich machen wollte und was wir jetzt machen. Da sagt sie, ja, also ja, die Bundesstelle, also die Dinger da machen, die sind gerade im Verzug, das heißt, es verzögert sich alles nach hinten so ein wenig. Wo ich dann auch wieder gedacht hatte, es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn das als Information bei diesen, ich setze ihre PIN jetzt zurück, mit beistehen würde. Zum Beispiel, ja, momentan kann es zu Engpässen kommen, da, was weiß ich, irgendwas ist nicht gerade ausgelaufen, sondern läuft momentan links rum statt rechts rum. Ich habe keine Ahnung. Zumindest eine Info, dass man halt länger wartet, als es eigentlich sein sollte. Dann kann man damit ja auch arbeiten. So, weil ich nämlich jetzt seit gut 1,5 Wochen zu Hause bleibe und ich bei meiner Freundin bin, weil ich auf diesen scheiß Brief warte, der nicht gekommen ist. Naja, zumindest frage ich dann weiter, wäre es denn eigentlich möglich, direkt im Bürgerbüro die PIN zurückzusetzen? Weil mein Hintergedanke war, hast du deine PIN von deiner Bankkarte vergessen, von deiner Kreditkarte oder von deiner Handysim? Da geht das nicht, da kannst du nirgendwo hin in die Filiale und sagen, hier, setz mal zurück, da kriegst du ja Post. Das habe ich gedacht, wird da genauso sein. Dann sagte ich, nö, sie können ruhig vorbeikommen, brauchen sie aber einen Termin. Wo ich mir denke, natürlich brauche ich einen Termin. Man braucht ja momentan für alles einen Termin scheinbar. Ich sag, wann wäre denn der nächste Termin? Ja, am 2.8. Ich sag ja, es ist unpraktisch, weil am 3.8. hätte ich sowieso den Termin, dann brauche ich das Online-Ding nicht mehr. Ja, stimmt. Ich sag, sie haben ja heute länger auf. Wäre es nicht möglich, da vorbeizukommen? Und dann sagte die Dame mir, ja, so kurz vor Feierabend könnten sie vorbeikommen. Also eine Uhrzeit dann. Ich gedacht, ja, geil, ist ja schon mal freundlich, nicht? Ich dahin gedackelt. Setz mich da rein und denk so, da sind, ich glaube, 8 Tische waren da, auch alle 8 besetzt, was ich so gesehen habe, und es waren mit mir 3 Kunden da. Wofür braucht ihr da jetzt einen Termin? Habe ich mir so gedacht, aber naja, ist egal. Denn ich da am Schalter, also an der Bearbeitungsgeschichte, sage, ja, ich muss Print zurücksetzen. Das Ganze hat, lass mich lügen, vielleicht 40 Sekunden gedauert. Nochmal ein kurzer Hinweis auf diese Webseite, auf der man sich diese Zurücksetzungspin besorgen kann. Warum steht da nicht auch noch im Kontext? Alternativ können Sie dies auch über Ihr Bürgerbüro machen. Informieren Sie sich doch bitte. Denn hätte ich nämlich den Tag darauf, weil abends kann man da nicht mehr anrufen, nachdem mir das eingefallen ist, dass ich das Passwort nicht mehr weiß, da angerufen und gefragt, können wir mal eben kurz den PIN zurücksetzen. Dann hätte ich mich nicht warten müssen und der ganze Käse wäre gar nicht so eskaliert, wie es jetzt eskaliert ist. Naja. Zumindest habe ich dann jetzt meine neue PIN gehabt, war freudig auf den Weg nach Hause, verifiziere mich also mit dieser App, dass ich bin, und konnte mich dann auch letztendlich einloggen auf die Online, wir melden dein Auto an für sie.de, heißt natürlich nicht so, aber man muss hier mal irgendwas einfallen lassen. So, jetzt ist das Ganze aber nicht so aufgebaut, dass man so als Laie, sage ich mal, das so versteht, wie die das meinen mit ihrem Fachgedönse da. Und das ist natürlich typisch bürokratisch ekelig angeordnet, das, die ganze Seite. Also zumindest bei uns. Es mag sein, dass es in anderen Städten oder anderen Landkreisen schöner ist, aber bei uns nein. Zumindest habe ich gedacht, jetzt möchte ich ja mein Kennzeichen von dem alten Auto, also altes Auto, abmelden. Kennzeichen mitnehmen, neues Auto anmelden, alle freuen sich. Ich brauche kein neues Kennzeichen kaufen. Die müssen nichts Neues im PC eintippen, einfach nur, ne, ummelden. Wenn ich jetzt direkt in eine Zulassungsstelle laufe mit meinem Nummernschild und sage, hier, nehme ich mit, dann sagen die, jo, alles toll, kriegst du eine neue Plakette drauf, deinen neuen Fahrzeugschein, alles toll. Online, nein. Du kannst dort, also zumindest bei uns,
Ich muss das ja immer wieder erwähnen, weil ich nicht weiß, ob es auf anderen Online-Seiten genauso ist. Auswählen, Auto halt zulassen oder Änderungen oder aber eben außer Kraft setzen. Na gut, habe ich gedacht, du musst ja etwas ändern, weil das neue Auto, das ich gekauft habe, ändern auf mich mit Kennzeichen. Da konnte man erstmal die ganzen Daten eingeben, das ist doch alles toll, das lief soweit ganz schön. Es war unübersichtlich, aber es lief. Und ja, dann kam man zu dem Punkt, wo man sich die Kennzeichen aussuchen muss. Und ich dachte, hey, da war es jetzt ja ein bisschen blöd, ne? Du hättest ja vielleicht erstmal dein altes Auto abmelden müssen, damit die Kennzeichen, die da jetzt noch drauf angemeldet sind, frei sind, damit ich das halt mit dem neuen Wagen nutzen kann. Jetzt kann man aber bei der Abmeldung, vielmehr außer Kraftsetzung, tatsächlich nur auswählen, außer Kraft setzen. Oder aber vernichtet in der EU oder aber vernichtet außerhalb der EU mit jeweils einem Nachweis. Wo ich denke, ja, wie wär's mal mit Menüpunkt habe Auto verkauft? Wäre eine Option, ne? Weil es ist ja, weil außer Betrieb setzen heißt für die, also stand dort im Kontext, weil dort konnte man das Kennzeichen reservieren. Außer Betrieb setzen heißt, sie, ne, stellen es erstmal irgendwo hin und wenn sie dann in keine Ahnung wie viel Zeit mit dem Kennzeichen und mit ihrem Namen das Auto wieder anlassen oder anmelden möchten, dann können sie das tun. Ich sage, das ist ja schön. Es ist ja klar, dass ich das Auto nicht verkaufe, es auch nicht vernichte, sondern mir einen Vorgarten stelle und so nach 5 Jahren meine ich so, ach, guck mal, der steht ja auch noch da, den könnte ich mal wieder fahren. Ich habe ja noch meine Nummernschilder. Hä? Warum kann man da nicht einen Menüpunkt einbauen, Auto abmelden, neues Auto mit Kennzeichen zulassen? Und schon landet man auf der nächsten Seite, wo man dann automatisch auf der Zulassungsseite nämlich ist und nicht mehr auf der Abmeldungsseite. Weil ist ja logisch, weil ich meinen alten Wagen abmelde mit dem Kennzeichen, nicht? Dass ich dann den neuen vielleicht mit dem Kennzeichen zulassen will. Man kann da ja Punkte einbauen, von wegen nur abmelden, Kennzeichen, abmelden, neues Kennzeichen oder abmelden, neu anmelden mit den alten Kennzeichen. Da brauchst du nur so ein Multi-Choice-Ding einbauen. Das kann nicht so schwer sein. Ich meine, wenn man direkt in der Zulassungsstelle ist, macht der das doch auch. Der macht doch nichts anderes als das, was man selbst machen würde. Oder habe ich da was verpasst? Na, zumindest kann man also die Kennzeichen online nicht mitnehmen. Also zumindest bei uns nicht. Mag sein, dass es woanders geht, dann freut mich das sehr für euch. Man kommt sich da so ein bisschen verarscht vor, jetzt seit fast 2 Wochen auf so einer Scheiß PIN zu warten, um hinterher festzustellen, dass man online gar nicht die Änderungen machen kann, die man gerne machen möchte. Dann brauche ich da aber auch nicht Änderungen reinstellen. Weil, selbst wenn, wo soll ich denn mein neues Nummernschild so mit mal herkriegen? Ich meine, klar, ihr könnt mir das vorher bestellen. Vielmehr, ich muss ja erstmal online mir mein Nummernschild aussuchen, weil ich ein Wunschkennzeichen haben möchte, ob das frei ist. Dann muss das bestätigt werden. Dann kann ich mir erst die Nummernschilder bestellen. Weil das macht man ja online und nicht beim Schildermacher, weil online günstiger ist. Dann dauert das, bis die da sind. Und weiter weiß ich ja nicht, wie es gehen würde, weil ich ja nicht weitergekommen bin, weil ich ja meine alten Kennzeichen behalten möchte. Mit anderen Worten, war jetzt diese ganze Warterei, dieser ganze Aufwand und diese ganzen nervenaufreibenden Hin- und Her-Geschichten voll für den Arsch, weil einfach mal nicht klar definiert ist, was man wirklich ändern kann. Hätte es da Punkte gegeben, von wegen. Sie können ändern dies, dies und das, aber das nicht. Oder vielmehr einfach nur die Punkte aufzählen, die nicht gehen. Und für mich zählt einfach halt Auto abmelden, Kennzeichen mitnehmen zum neuen, zu einem Änderungspunkt. Den man einfach so Dropdown-Menü machen. Fertig, nächste Seite. Versicherungsnummer eingeben, Name, Adresse, bla bla bla, fertig. Normalerweise könnte das ein Ding von 10 Minuten sein. Also altes Auto abmelden und das neue anmelden, sofern man alle Daten da hat. Also in den 10 Minuten nicht noch suchen muss, in der Zeit, wo man da gerade am Anmelden ist. Nee, das wäre aber scheinbar zu einfach. Jetzt ist ja das Geilste an den ganzen überhaupt. Diese Online-Geschichten werden ja gemacht, um die Mitarbeiter in diesen Zulassungsstellen zum Beispiel zu entlasten. Ja, das ist eigentlich auch eine tolle Idee. Es ist halt nur doof, dass die Leute, die diese Webseiten entwickelt haben, absolut keine Ahnung von irgendwas gehabt haben, scheinbar. Weil. Sonst wäre es ja einfach und man könnte auch das machen, was die da machen können. Es muss ja nicht so bürokratisch aussehen. Und diese ganzen Texte dahinter, die dahinter stecken, laut Aktenzeichen, bla, oder was weiß ich, was da noch alles wichtig ist.
Da kann der ja mitstehen, so ganz klein gedruckt. Das interessiert mich ja als Kunde nicht wirklich. Ne? Mich interessiert nur Nummernschild mitnehmen oder anmelden und gib hier die Plakette. Ne? Mehr interessiert mich ja nicht, ob da was steht oder nicht. Das ist mir ja scheißegal. Ja, man kann auch eine Eingabemaske machen, ja, wo das relativ simpel erklärt ist. Was willst du machen? Ah, ja, das will ich machen. Mit dem? Ja, das will ich auch machen. Noch zusätzlich dies? Nee, doch nicht. So ganz einfach. Wieso schaffen das die deutschen Behörden nicht? Das geht mir nicht in den Kopf. Naja, zumindest habe ich jetzt auch meinen Passierschein endlich. Und ich freue mich schon auf meinen Psychologenbesuch morgen. Der wird sich auch wieder freuen, mich zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, was auch immer. Und ich hoffe, wenn ihr mal euer Auto online zulassen möchtet, dass das Ganze vernünftig abläuft und dass ihr das machen könnt, was ihr auch machen wollt. Also bis dahin, grüßt die Hühner.